Hallo! Wir gehen auf Big Daddy Wert, ja. Ich werde noch gleich mal anfangen. Ich bin mega am Arsch, aber. Wir alle haben recht. Du hast mich dazu gezwungen! Feigling! Ich folge deinem Gestank! Will ich nicht. Hier könnt ihr mich gerne angreifen. Oh, das Big Daddy. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und führe die Little Sister. Tut mir leid, Kleiner. Hey, der war tot. Nicht übertreiben, Leute, man. Nicht übertreiben. Das ist echt jetzt wieder nur Hacken. In letzter Zeit. Das ist echt schlimm. Das will ich eigentlich gar nicht. Hacken macht zwar Spaß, aber nur Hacken ist auch langweilig. Das Gefühl, ich komme damit besser über die Runden, wenn ich hacke. Wenn hier schon so ein paar halb kaputte von denen sind, dann sollte ich mich da auch mal ein bisschen bedienen, würde ich sagen. Ja. Jetzt ist es nicht so. Okay. Meine Ansicht, mein LP. So, und deshalb. Was ich gesucht habe, ich bin auch ab und zu für blind wie ein Guppi. Ab und zu immer. Immer. Grundsätzlich. Ich bin ein Kopie. Gut. Okay, jetzt brauche ich noch einen Teil. Ist nicht tot, aber noch jetzt. Haben wir es. Schade. Okay, zwei ist die maximale Anzahl von den Leuten, die mir da schon kann. Okay. Sind wir meine beiden? Ja. Dann bin ich vorbereitet. Da ist was. Das war nicht das, was ich wollte, aber das war's. Ja. Eine Sekunde, du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben mich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Ich habe mich aber auch nur angelogen. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Tja. Das war also nur der Zug auf die Daddy-Stiefel, okay. Was willst du von meiner Kleinen? Ich will eigentlich nur fighten. Okay. Ich will dir nicht wehtun. Du willst ja nur mir wehtun. Was haben wir da? Ach toll. Ein Big Daddy. So habe ich sie gefunden! Toxisch! Septisch! Hier findest du den Anzug. So, mal sehen, was fehlt mir jetzt? Warum kommen wir da drauf? Das ist nicht gut. Oh, Pheromonproben auch noch. Ein Big Daddy Helm und ein Stimmverzerrer und Pheromonproben. Das dauert immer wieder ewig und drei Tage. Jetzt bloß das nur noch den Helm. Ich weiß nicht, was hier gerade mit dem Sound abgeht, aber hey.
der Big Daddy. So. Vielleicht kann ich diesen Safe da irgendwie zu hacken. Ich muss es, glaube ich, trotzdem tun. Das war der hier, oder? Nein. Big Daddy, lass mich raus. Ach. Wer ist hier, oder? Da muss es sein. Oder wo sind wir? Ja, Ich pick da die Helme. Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden, außer Schmerzen. Okay. Langsam wird das etwas. Jetzt brauchen wir noch die Pheromone und den Stimmenverzerrer. Los jetzt! Stimmenverzerrer haben wir auch schon einmal gesehen. Okay. Such dir ein besseres Versteckmonster, ich sehe dich! Ich bin kein Monster. Was ist das? Daddy schafft das schon. Daddy, du schaffst das. Du musst die Anzüge aufziehen. Ach, Manu. Ach, Manu. Ich finde das cool. Ich würde gerne mal die Ansicht ändern. Ich muss gucken, wie das aussehe. Okay, haben wir die Stiefel gefunden? Ja. Ich gehe mal hier lang. Ja, ist okay. Kontrollier mich. Das ist wieder, dann muss ich auf die andere Seite. Na, gut. Von hier sogar. Ach, das ist krank. Optimized Eugenics. Okay. Ja, sprung mich wieder ab. Finde ich eigentlich gar nicht geil, aber hey. Ich habe das Gefühl, dass das muss, aber ich finde es trotzdem nicht so ganz geil. Okay. Habe ich auch schon was drin gefunden. Hier war ich mit einem Big Daddy unterwegs, das weiß ich. Ah. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Ach, kein Problem, Kleines. So. Na, wir gehen mal in den Raum. Mr. Bubbles ist jetzt mein Mr. Bubbles. Was ist das? Alarmplatten weniger beim Haken. Benutze den Stimmverzerrer. Sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, mein Lieber. Jetzt fehlen nur noch die Pheromone. Die findest du in der Little Wonders Education Facility. Ah, die bekomme ich da, okay. Little Wonders, okay. Little Wonders. Das dachte ich mir schon fast. Ach, gehen wir mal rum. Bester Daddy-Freund nicht mehr da. So. Und jetzt links. Little Wonders Education. Ey, hör auf damit. Das ist unfreundlich. Okay. Egal. Wir werden weiter auf ihn drauf hämmern. Oh, klopf, klopf. Der Parasit hasst drei Dinge, den Freimann. Ich hasse gar nicht. Juhu. Ah, fehlen mir nie noch Handschuhe für einen richtigen Big Daddy und so eine Waffe?
Hau ab! Los! Ist der da irgendwie festgebackt? Oh mein Gott! Hast du eine Eevee-Spritze für mich? Danke! Mal. Und jetzt geht's einmal der Grund der. Da müsste ja noch irgendwo schon das letzte sein. Spaß gemacht. Ja. Das ist wieder nur Spaß. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Immer noch das, was du was vor drei Jahren gesagt hast. Das ist das und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde. Die Sklaverei, der Holocaust, die Diktatur. Cation Facility. Pheromonspritzen haben wir auch nicht. So. Die Spritzen. Wir sind zwei. Wir sind immer noch zwei. Letztes Pheromon. Und. Nein. Okay. So. Doch, das glaubt ich eigentlich. Aber hey, zerstör mir ruhig meine Pläne. Wir haben doch nur so lange dran gearbeitet. Aber nein, du zerstörst sie. Du bist ein schlimmer Mensch. Ein schlimmer Mensch. So, was war noch? Los, arbeite für mich. Mach mal hin. Ich muss da rein, okay. Wie kommen wir denn da rein? Okay. Ach, wir müssen glaube ich nach oben. Ich bin. Ach, so geht's auch. Genau. So. So angezeigt. Okay. Wird hier, glaube ich, nur irgendwas. Glaube ich, nur die Tür angezeigt. So, wie komme ich an der Tür? Auf der anderen Seite. Das müsste ich wohl irgendwie aufkriegen. Okay, kriege ich nicht auf. Kommen wir jetzt mal von oben. Ich rieche wie ein Big Daddy. Ich bin ein Big Daddy. Was
wahrscheinlich wieder Ausgang. Ja, Ausgang. Ah, okay. Ich war sogar richtig. Du. Folgen wir dem Fall. Folgen wir dem Fall. Der Fall weiß, wo es lang geht. Der Fall kennt die schnellsten Wege. Rufe eine Linksliste, okay. Dann werden sie dir die Tür öffnen. Wie mache ich das? Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Wo ist der Lüftungsschacht? Ah. Oh, wie cool ist das denn? Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Ich werde sie nur umbringen. Ja, gut. So. Und dann würde ich sagen, da rein geht's. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt echt so wirklich das grande Finale ist, weil im zweiten Teil spielt man ja einen Big Daddy. Muss ich dazu sagen. Soweit ich weiß. Das ist mein anderer Big Daddy, der mitgekommen ist. Da geht's lang, da wird's lang. Dab, 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 dab. Ich bin soweit! Guck mal neu. Wäre ich eigentlich gar nicht. Oh, ich hab keine G-Munition. Komm mit der Bubble! Ich freue mich darauf, dass mein Weg dann wieder geht. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ah, ich bin noch schon unterwegs. Ja, ich habe gerade einfach gar nichts. Okay. Ja. Ich schätze gar nicht, wie sie beschützen muss. Wenn ich sie nicht beschützen kann, kann ich nicht beschützen. Wie viel habe ich denn an Schrot? 6 Schrot, okay. Wenn eine der kleinen fällt, kannst du an einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. So, da lang war's. Hallo, kleines Mädchen. Irgendwann müsste die Tür ja schon aufhören, dann die Tür schon auf. Komm, Mr. Bubble! Die Kleinen können diese Türen öffnen. Du musst sie beschützen. So. Da, babam, babam. Hey ho. Los. Soll mein kleines Mädchen nicht mitkommen oder was? Och, das kleine Mädel ist mir zu langsam. Ich bin soweit! Ja, du bist soweit, aber wir sind auch soweit, und zwar den Part zu beenden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.